Im Studio ist jetzt in der Zwischenzeit Bildungs- und Berufsberaterin Heidi Schobel da vom BIFO. Hallo Heidi. Hallo Heidi. Genau, von einer Heidi zur anderen Heidi. Erklär uns doch mal mit deinen Worten, wofür ist das BIFO da? Also BIFO steht für Beratung für Bildung und Beruf. Das heißt, wir können informieren, wir können unterstützen, wir können beraten. Alle Themen, die zur Schulwahl da sein müssen, können bei uns geklärt werden. Was empfiehlst du jemandem, der mittendrin einfach die Orientierung verloren hat oder überhaupt nicht mehr weiß, was wie gemacht werden muss oder sich schwer tut, zwischen zwei Berufen oder zwei Möglichkeiten sich zu entscheiden? Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Der erste Schritt wäre wahrscheinlich der Austausch mit den Eltern. Eltern sind ganz wichtige Berufsberater. Ein zweiter Schritt wäre auch, Bekannte, Verwandte und Freunde zu fragen, wie es ihnen in diesem Beruf vielleicht geht, überhaupt, was sie für Berufe machen. Und dann vielleicht in der Schule auch nachzufragen, bei Lehrpersonen des Vertrauens, wie es in der Berufsorientierung weitergehen könnte. Und natürlich ein ganz wichtiger Schritt ist eine Beratung bei uns im BIFO. Auch wenn jemand zwischen zwei Berufen steht, können wir gerne unterstützen. Wir haben jetzt über Berufe gesprochen. Wenn ich bei der Schulwahl Schwierigkeiten habe, kann ich da auch ans BIFO? Unbedingt. Also wir beraten auch bei der Schulwahl. Wir wissen die verschiedenen Schultypen, wir wissen die fast 200 verschiedenen Lehrberufe, wir kennen die Inhalte, wir können auch mit Testungen zum Beispiel herausfinden, was wirklich für Interessen und Fähigkeiten bei jedem einzelnen Schüler und Schülerin stecken. Normalerweise ohne Corona wird das Schnuppern ja ziemlich gut durch die Schule unterstützt. Momentan ist es ein bisschen schwierig. Trotzdem wäre es gut, wenn man schnuppern kommt. Das ist schon das Stichwort individuelles Schnuppern gefragt. Was hast du da noch an Info zuzufügen? Also es ist auch in dieser Zeit möglich zu schnuppern. Also das heißt, in der 8. und 9. Schulstufe 5 Tage, man kann sich an Firmen wenden, wenn die Firmen einverstanden sind, kann man natürlich auch in diesen Tagen zum Schnuppern gehen und alles das befolgen, was wir bisher schon gehört haben. Sich rechtzeitig melden, frühzeitig um eine Bewerbung kümmern und so weiter. Du hast gesagt, 5 Tage insgesamt oder pro? Also wenn es während der Schulzeit ist, dürfen Schüler und Schülerinnen 5 Tage schnuppern. Wenn es außerhalb der Schulzeit ist, in den Ferien, an Wochenenden und so weiter, können sie sogar bis zu 15 Tagen schnuppern. Weil während der Schulzeit muss natürlich die Schule die Bewilligung dazu geben, muss einverstanden sein. Außerhalb der Schule müssen die Eltern einverstanden sein und die Unternehmen bereit sein. Auch da wieder, wenn man die Details zu wenig kennt, ruf beim BIFO an. Genau, wir bieten sämtliche Informationen, die es einfach auf diesem Weg braucht. Und ein wichtiger Punkt ist vielleicht noch, an jeder Schule ist auch ein Jugendcoach tätig. Also das heißt, ein Jugendcoach kann auch Schüler und Schülerinnen, die vielleicht schon im 9. Schulbesuchsjahr sind, unterstützen, begleiten über eine längere Zeit, sodass wirklich eine Möglichkeit in einen Lehrberuf dann auch stattfinden kann. Das BIFO ist in Dornbirn. Was mache ich jetzt, wenn ich in, sagen wir, Bludenz wohne oder in Schruns? Dann habe ich doch einen weiten Weg, eine Anreise. Muss ich nach Dornbirn kommen oder gibt es da andere Möglichkeiten? Also das BIFO hat den Hauptsitz in Dornbirn. Wir haben aber auch Außenstellen in Feldkirch und in Bregenz. Also man kann auch da vor Ort eine Beratung in Anspruch nehmen. Aber wir bieten natürlich auch andere Beratungsmöglichkeiten, zum Beispiel eine virtuelle Beratung über den Computer. Wir bieten telefonische Beratungen, wir bieten auch Mailberatungen. Also das heißt, alles das, was dir am liebsten ist, kannst du bei uns bekommen. Am besten funktioniert natürlich die Face-to-Face-Beratung, aber wie gesagt, wir bieten viele Möglichkeiten. Zum Schluss noch die Frage, was kostet es und wie komme ich an einen Termin? Eine Bildungs- und Berufsberatung kostet nichts. Das heißt, du kannst einfach bei uns anrufen, einen Termin vereinbaren oder über unsere Homepage www.bifo.at einen Termin vereinbaren. Und dann bist du dabei. Super. Also, ich bedanke mich, Heidi, für diese geballte Information. Ich höre heraus, ihr seid immer für alle da. Man muss sich einfach nur melden. Genau, meldet euch bei uns. Wir können sämtliche Informationen bieten. So, das war jetzt viel Information zum Thema Schnuppern. Mein Appell an dich, wende dich an den Klassenvorstand oder an das BIFO, da bekommst du alle Informationen. Du musst jetzt
dir gar nichts gemerkt haben. Nur zwei Dinge eben. Es gibt das BIFO und es gibt an jeder Schule eine Auskunftsperson, die dir weiterhelfen kann. Ja, wie du an Schnupperstellen kommst, wie du dich vorbereiten musst, was du da alles zu organisieren hast, das hast du jetzt in dieser Sendung von uns bekommen. Ich wünsche dir viel Freude beim Schnuppern und nutz diese Chance, mach das Beste daraus.